Ja, hey, willkommen. Mein Name ist dann Jurel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir gegen diesen komischen Insektengegner gekämpft und haben uns diese Blume geholt, mit der wir die Skorbut unserer Piratenmitglieder heilen können. Expedition, bevor ich es vergesse. Boink. Ach, ich habe es endlich mal geschafft, hier alles zu holen, oder? Nee. Okay, keine Ahnung. Kann nicht sein, dass ich hier noch nicht alles habe. Gut, okay. Ich habe auf Screen ein paar Sachen zerlegt und aufgewertet. Nee, aufgewertet glaube ich nicht, aber Sachen zerlegt habe ich. Also Ausrüstung und ja. Weil muss ich auch noch irgendwie machen, so für Rokurus Titel glaube ich, ne? Jedenfalls, Eisen ist... Wir sind Zaveth begegnet. Eisen ist von dann gerannt, als er ihn gesehen hat. Nachdem Zaveth sich einen Kopfschuss gegeben hat mit seiner Pistole, die er von Eifrit anscheinend hat. Und wir müssen zurück zum Hafen, um unsere Piratenmitglieder zu heilen. Weil denen geht es immer noch kacke und die könnten vielleicht sterben jede Sekunde. Die Bremer Stadtfrösche oder was? カエル飛び込む海のあった。マギル？なんですかそれ。蓋心に浮かんだマギルっぽいもじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そう。さっぱりわかりませんが。また一つできたぞ。痩せガエル。負けるなマギル。これにあり。マギルが痩せたカエルを応援したってこと？ さあ、カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや。カエルにかけたから。あれは。ビタ1万回。それはある意味わびしいですね。オッケー。全然は大フロッシュ。 Was soll das? Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Ich habe so das Gefühl. Und wir steuern Velvet, das merke ich jetzt erst. Boah, ich bin schon bei einer von der ganz schnellen Sorte. Stimmt ja, aber Eisen jetzt nicht mehr in der Truppe im Moment ist. Er ist ja hinter Zaveth her. Und ja. Verdammt. Zaveth, Eisen, komm gefälligst wieder zurück. Ne, da war dieses Ballonspiel. Lasst sie euch schmecken. Er hat es nicht geschafft. その精霊ってザビーだってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ。副長が危ねえんだ。精霊がザビーだを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。 ローライヌでメルキオルって大魔師が大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーだを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等大魔師よ。罠じゃなくても強力だ。 お前ら全部。バルテ氏のディズエプシュフィヒョスのイントロ。俺たちが助けに行く。ザオシビダヘルアルフ。仲間を見殺しにすんのか。仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。 誰も行かないなんて言ってない。副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった。こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。 全く海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。
Jetzt kommt Love Gesetz und trinkt da oder was? Anscheinend doch nicht. Sate, Kanjin no Aizen no Yukisaki da ga. Jurin de Taimashi ga itteta, Lorainet de nanna no? Uesto Gandorio no Hoppo ni aru, Taimashi no Kunden wo okonau to des. Benwick no Jouhou tomo Sengo suru. Soko ne. Kitto Taimashi ga taksan iru. Okay, ob ich du mal zwischendurch nicht so viele Kämpfe machen. Ich hasse es nämlich, ohne einen Charakter zu leveln. Warum ist da eigentlich schon wieder in der Stadt ein Gespräch? Soll nicht wahr sein. Hat die Laufgeschwindigkeit jetzt echt ein bisschen erhöht? Ich sehe keinen Unterschied. Wird wahrscheinlich schon der Fall sein, ne? 10% halt. Ist nicht viel, warum nicht 100%? Sasuga Saretomo. Atage mo saiyaku desu ne. Konna mono ma tanomu koto ni naru nante. That's what she said. Renoa. Omae, 2 do me no kaizoku byou na no ka? Ie. 新人大麻子は入寮式後の歓迎会でサレトーマを飲むのが慣習なのです。悪趣味の新人いじめね。衝撃的にまずいものを食したという体験を共有し、結束力を高めようという前向きな儀式です。あ、そう。もう一生飲まずに生きていけると思っていたのに、はっきり言って恨みます。まずいまずいと言えるのは幸せじゃぞ。 うまいものの味もわかるということだからな。じゃろ？ベルベット？うん、いや。どういうことですか？ベルベットは血以外の味がわからないんだ。そんなことが。ゴーマになったから。もう一つわかる味もある。紛る。残ったサレトーマをプレゼントするの。え？嫌じゃ！ 逃がすか。なるほど。人の不幸は蜜の味ですか。 Man war mit dem Gesicht von ein unlogischer Haufen. デフよね。負けると分かっても戦うなんて普通じゃないデフよ。あなたは自分が危なかったら仲間を見殺しにしますか？したくはないデフけど、負けたら結局助けられないデフし。はい。断りに合わない。断りに合わないのはダメなことなのかな？それは聖主の御座で、ベルベットは痛くて苦しいのに 立ち上がった。六郎は兄弟のしぐれを切るために強くなろうとしてる。黒金は自分の頭を使って強い刀を打とうとした。みんな断りに合わないことですよね。うん。でも僕はうまく言えないけど、すごいなって思った。なんじゃの、わしはスルーかい？ あ、曲げるはどうでもいいのに一緒に旅をしてる。そういうのって、うんうん、そういうのってよくわかんない。ずこ、なあ、姉さん、お気を確かに。よくわからないけれど、すごいのは確かですね。だ、全然、いい、わかりません。いや。 Warten wir einfach, bis ihr persönliches Kapitel ja auftaucht, nehme ich mal an, wo alles erklärt wird und alles einen Sinn macht, dass sie das alles für einen riesigen Grund gemacht hat oder so. Oder vielleicht ist es einfach nur random, keine Ahnung. Ja. Hat der Herr Grüne Strähnen?
あの塔は大魔師の訓練をしてるとこでしょ。大魔師のお友達がいるってことは、あの人も。でも大魔師様にしては話し方がワイルドな感じだったから。違うのかしらね。他には何か言ってなかった？他にも塔のことを聞きに来る人がいるかもしれないから、その時も教えてあげてって。あなたたちのこと？そう。俺たちが追いかけるのは織り込み済みか。 Na, wir sind neues zu kaufen. Ich nehme an, nicht, ne? Kalzit, ey. Soll ich denn damit? Geh weg damit, ey. Ich spuck auf dich. So. Wir müssen jetzt da rein, genau. So, Burnak. Hochebene, das klingt irgendwie so türkisch. Okay, wollen wir mal gucken. Kann sich also überall hin teleportieren. Gut. Nur halt irgendwann der Punkt auch kommt. Ja, du da hinten. Geh nur mir bloß weg. Ich will ja keinen Kampf machen, bis ich Eisen wieder zurück habe. Weiß man nicht, ob der mitlevelt oder irgendwie sowas. Weil er bringt dann schon wieder alles durcheinander und das kann ich nicht leiden. Das bringt mich zum Kotzen. Also ja, soll er gefälligst wieder zurückkommen. Du geh weg. Jetzt muss ich dich töten. Und auffressen. Noch mal ein bisschen mit Velvet und Steuerbaum ein bisschen mal Velvet. Hier kann ich gut den Kampf beginnen. Nicht zurück lassen, zerstören, wenn ich das nicht haben kann. Da habe ich doch gerade irgendwie, ich habe doch gerade Sachen verkauft, irgendwie, die ich 99 mal hatte. どうしたのですか？ライフセット。うん。アイゼンもザビーダも。どうして一緒にアイフリードを探せないのかなって。いい年こいた独身男はメンツだのなんだのが多くて面倒な生き物なんじゃよ。そうなのかな。確かに否定しづらいな。 女だって。いえ。みんな同じかもしれません。人は抱えている思いを分かり合わなければ誰かと一緒には歩けない。もし分かり合えなかったら、それはザビーダの言う通り拳で語り合うんだろうさ。難しいな。いや、俺はリパイチン、俺はペンデル。 Mehr oder weniger, er kämpft mit dem Pendel, so. Ja, sehr gut. Niemand irgendwie einen Titel hat hier, was die Katzthron ja betrifft. Was soll's. Tun wir trotzdem einen einsammeln, als ob ich hier eine Schatztruhe vorbeigehe, wenn ich die sehe. So, wann geht man denn an Schatztruhe vorbei? Das ist ja auch was Neues. So, da ist noch ein Stufrot gehen, also man könnte mal. Da ist der sogar angezeigt wurde, ja. Sieht aber so aus, als wären das alles nur die gleichen Gegner. Regenbogen. お湯に溶けた鉱物に含まれる塩分が光を反射させて無数の虹が生まれるんじゃ。その鉱物が何万年もかけて少しずつ溜まってあんな奇岩に育ったんじゃよ。勉強になります。常識はないくせに妙な小知識はあるわね。ちなみにお湯の元である地下水脈は海とつながっておるらしい。そのせいで 間欠泉からは時折茹でられたタコやカニが飛び出すらしいぞよ。タコやカニがありえない話とは言えないかも。さっきの塩分がいい感じに加わって味は絶品じゃとかなんじゃとか。あ、フリテータ、フリテータ、ホモ、オラバ。じゃろ？よく言われるんじゃよ。 Wenn es noch andere Leute, so dich will ich mal aus dem Weg gehen, weil ich hau ich wahrscheinlich nicht kaputt. Also dann will ich nicht ohne ich kämpfen, wenn ich Eisen noch nicht dabei habe.
Aber da sind neue Viecher. Die Schlangen da, die sind auch, nee, Skorpione sind da. Das sind aus wie aufrechtgehende Schlangen. Der Klang ist irgendwie so komisch. Das sind, weiß ich nicht, als würden die irgendwie wie so ein Sir hier durch die Gegend laufen. Mit so einem Zylinder oder so. Was? Wo kam das jetzt auf einmal? Ja. Ich bin auch so ein achtes Weltwunder. Gut. Ich dachte, ich kann halt aufspringen. So, Eisen, wo bist denn du? Und da ist die Truhe. Blah. Ich wette, irgendwann kommen da so zerstören. Kommen da so Mimics, irgendwie so Golems wie im Tales of Hysteria. Die geben bestimmt voll viele Ausrüstungsfähigkeiten, ja. Punkte, Bonus, wie auch immer das nochmal heißt. Wenn da jetzt nicht Eisen steht, ne? Da steht Eisen. レオユ。この兵士はお前がやったのか?死んではいないようだが。俺が来た時にはこうなってた。ザビーダの野郎だ。そう、あれ、まあ、おそ、ぐ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 、
ザビーだってのはよくわからんやつだよな。だから怖い感じがしないのかな。アイゼンと戦いそうになった時でも嫌な感じがしないんだ。それは棒がベルベットに毒されておるからではないかい。ベルベットに比べたら大抵のやつは怖くないわい。そう。This is light of a. Naja, sein Charakter ist ein bisschen random, das weiß man schon aus dem Vorgänger. Ja, auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Warte mal, du bist ein neues Viech. Ich muss dich erledigen, hallo. So, lass mich mal ganz kurz gucken, was muss ich hier nennen? Wenn ich kurz davor Dingens hier, Kriegsarzt 6000, Verborgenenarzt, dann setze ich wohl am besten die ein. Sollte ihn vielleicht mal ein bisschen umrüsten. Ja. Schlackenangriff. Okay, cool. Nehmen wir den, dann den und dann. Oh, das wird doch bringen, oder? Glaube ich. Eisige Säule, Floridolche. So, und dann noch jetzt mal alle Gegner hier einmal angreifen. So, Schallstoß. Ja, ich habe nur 5. Panzerspalter. So. Gott, was ist das? Aber machen wir schon wieder. Komm her, Wurf, Schlitz. Stich, 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 Stich. Der Angriff gegen Feuer, ja. Wo ist der Feuerangriff? Das muss ich mal hier langsam. Mal schon. Ach, das ist hier. Flammenbiest. Weil sie jetzt so viele verschiedene. So. Geh weg von mir. Oh, sehr gut. Weil mich auch es mehrere Mystic Arts gibt. Sind auf Systeria waren sie ja auch ein bisschen sparsam mit denen, ich irgendwie doof finde. Bisher haben noch die neuesten Tales of nicht so geile Mystic Arts gehabt, wie zum Beispiel Tales of Graces. Da waren immer noch die besten, die waren auch verdammt kurz. Da ist mal jemand ihren Zauber ein. Sehr geil. Und zack, du warst der letzte Gegner, oder? Boah, sehr gut. Katastrophine.
Was ist das? Mystic Arts, ah. Ja, und du Skorpion. Ich vielleicht darauf achten sollen, ob im Kampf welche von denen da waren, aber soll's. Für ein Ding, hallo. Aua. Ah, das ist natürlich wieder Kacke. Da bringt mir so nichts. Und zack, nimmt die Rolle. Also sowas von die Dempsey-Rolle, ey. Was hat Jimeno Ippo? Eine Box-Anime übrigens. Jetzt hat hier niemanden irgendwas sagt. Oh, Mystikat. Jetzt mal ein. Zack. Ja, dabei, oh, sehr gut. Flurrypapier und Matrosenbluse. Ausgezeichnet. Nein, er hat keine Waffe mehr. Artangriff. Hast du irgendwas lernen? Geschwindigkeit erhöhen. Gewöhnliches Papier, kann ich noch nicht ausrüsten. Okay, es gibt ihn sehr viel mehr Artangriff oder so. Da braucht er ja als einziges, ne? So, sie hat nur noch Fluoridmontur. Was? Also, da wäre ihr Waffen. Dann gibt ja leider nichts. Ich echt hier, ich habe die echt verkauft oder was? Oh Gott. Hier gehen wir mal da weiter. Ja, wohl irgendwo ein Speicherpunkt oder so noch kommen, ne? Hoffe ich. Sind ja noch welche vom Level up, ja. Boah, er denn aber auch nur so viel. So, wer wird schon wieder voll im Vorsprung? Rokuro, warum hat Rokuro so einen weiten Abstand? Okay. Und jederzeit zu der einen Stadt hinbauen, dann schon mal gut. Fortigan, hallo. Hier sind wir, okay. Und nicht schlecht. Und das ist eine goldene Truhe. Weil er das Abenteuer liebt. だとしたら一緒にいたくても一ちゃいけないって思うと思う。それで自分がすごく嫌になると思う。アイセン、けれどアイフリードが受け入れてくれた。呪いの力を乗り越えて僕もよくわからないけど一つ分かった気がします。 Ja, ich frage mich ja, wie er sein wird. Er wird wahrscheinlich genau anders sein, wie man sich dort denkt, ne? Puff. Hätte mir mal ihr letzten Dinger geben. Meine Güte, ey, stellt euch doch mal nicht so an. Wie komme ich da? Da ist irgendwas auf der Karte. Aizen. Ah.
アイフリードの持ち物なのですよね。聖領の書庫で武具に関する資料を読みましたが、あんな不思議なものは初めて見ました。あれは異大陸へ行った時に手に入れたものだ。大昔に滅んだ古代文明の遺物らしい。俺もそうだが、アイフリードもお宝には目がなくてな。中でもあれは奴のお気に入りだった。どういうものなの？わからん。武器なのだろうが、アイフリードはもったいぶって触らせてくれなかったからな。一人で試した後、次に俺と戦う時の切り札ができたと楽しそうに笑ってやがった。未知の古代兵器なのでしょうか。でもなぜザビーダはアイフリードを探しているのでしょう。盗んだお詫びをしようとしているとか。そんな殊勝な奴には見えんが。本当に奪ったのかな。何？なんとなくだけど、ザビーダは人の大事なものを奪うような精霊じゃない気がするんだ。拾ったと言ってましたし、アイフリードにあれを返そうとしているのかもしれませんね。どうだかな。Er wird schon seine Gründe haben. Aber etwas sagt mir, er wird es noch ein paar tausend Jahre behalten. Also ja, von zurückgeben, daran glaube ich jetzt nicht so. Grellpink Shirt. Der Heck ist dies. Velvet hat sogar nichts. Hier absorbierende Effekte. Ja, weiß nicht, ob ich hier nach einer Trainingseinheit mache oder noch ein bisschen weitermache. Mal schauen. Vielleicht soll ich das ja so machen, dass ich irgendwie jede. Warum bin ich jetzt einfach reingegangen? Okay, die Falle von Lothringen. Irgendwie die Kartenbeschreibung. Freut mich schon mal, dass nichts passiert. Ich könnte ja so machen, dass ich die Ausrüstung nur so kurz, bevor ich die Meister irgendwie. Ja, der wäre eigentlich voll die geile Idee. Ich könnte die so weit aufleveln, dass ich kurz davor bin, die zu lernen. Da muss ich mir nicht so viel notieren. Dann kann ich auch meist irgendwie onscreen machen. Wäre, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Das war nicht kurz bevor ich zum Beispiel die 574 erreiche, so weil ich bei 570 oder so kann ich zum Beispiel aufhören, das Ding zu tragen und dann ja wechsle ich das während der Aufnahme, um das dann zu lernen. Irgendwie so könnte ich das dann machen. Dann kann ich die on screen lernen, bevor ich weiß nicht mir dutzende Notizen machen muss. Mal, wo wir hier sind. Hier sind wir doch vor Ewigkeiten gewesen, ey. Kann ich wieder durch den Tunnel da gehen? Weil ich lasse einen Speicherpunkt. So ein neues Video kommt mir irgendwie neu vor. Ihr seid ja tschüss. Das Weg. Oh, tschüss. Hi. Die unüberwindbaren Tore. Wir sind da mal reingegangen. So ein Tunnel war noch mal. Ach, das war da, wo das Schiff angelegt hat, ne? Oh. L14, was? Ja, noch Beute gegenstellen, die man nicht haben, da darf nicht wahr sein. Ja, das schon wieder sein. Ja, die machen wir natürlich fertig, ne? Mir geht's gut, geh weg.
Mal kurz hier reingehen. Das ist so ein Teleport-Dingen. Muss ich mal ganz kurz da zum Bereich gehen, wo das Schiff vorher stand. Vielleicht ist er da, warte. Wenn nicht, dann gehen wir halt, oh Gott. Wir sind zurück oder so. Wahrscheinlich jetzt zur Stadt zurückgehen. Hin und wieder. Dann schauen wir mal. Wenn wir kommen, vielleicht gibt es ja da was an dem Ort, wo das Schiff vorher war. Vielleicht steht da jetzt ein optionaler Boss oder so, der mich fertig macht. Mal schauen. Muss man halt irgendwie gucken. So, hier ist zum Beispiel noch eine Truhe. Trank des Lebens. So. Da ist zum Beispiel der Eingang schon. Geil. Weil auf, so von dem Himmel zu fliegen. Hört auf damit. Hört auf damit. Vielleicht wartet das Schiff ja sogar da. Hier ist noch ein Schatz, okay. Der wurde wieder nachgefüllt. Ah, Bernsteinspeer. Gut, dann würde ich sagen, ich kann den Party beenden, wenn hier nichts ist, ne? Hätte ja sein können. Weil hier waren die waren Elz ja irgendwann mal. Zu Eisen zum ersten Mal begegnet sind. Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge vor diesen Stern hier, weit müssen. Also zu diesem Turm, wo die Exorzisten ausgebildet werden. Und dann werde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich ganz viele Sachen hoffentlich kurz vorm Erlernen haben. Also so viele Sachen wahrscheinlich nicht, aber damit ich nicht immer so 5 Minuten oder so verschwinden muss hier, zu erklären, was ich alles gemeistert habe und so. Machen wir das so, ne? Gut. Wie sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.